angefangen haben wir ja mit dem Athletiktest, was sehr anstrengend war. Und dann haben wir so eine Einführung in unser Athletikprogramm gemacht und so eine Einführung in unsere Offensiven, in die Setplays, in die Defense, unsere Philosophie. Und haben dann auch 5 gegen 5 gespielt, ein bisschen, um uns aneinander zu gewöhnen und auf jeden Fall Spaß machen. Also wie man schon beim Rafting gesehen hat, die Stimmung ist hervorragend, wir verstehen uns alle gut, wir haben viel Spaß miteinander. Auch vor allem beim Rafting, die verschiedenen Spiele, die wir gemacht haben. Und jeder wollte immer zu jeder Zeit gewinnen und es war sehr competitive, aber es hat super Spaß gemacht. Und auch auf dem Feld, wir verstehen uns sehr gut. Der Ball läuft erstaunlich gut für die ersten Wochen. Also jeder ist bereit zu passen, jeder ist bereit für den nächsten Spiel ein Play zu machen. Das ist auf jeden Fall wichtig und ich finde die Stimmung sehr gut und wir verstehen uns super. Wie gesagt, ist alles noch sehr früh und wir müssen an vielen Sachen arbeiten. Defensiven Principles auf jeden Fall. Offensive Setplays verfeinern und besser werden, einfach dass wir untereinander gewöhnen, unsere Laufwege, dass die automatisiert werden und alles Mögliche. Das sind alles Sachen, an denen wir arbeiten und an denen wir weiterarbeiten werden, auch in der zweiten Woche. Und ansonsten wird unser Athletikprogramm natürlich jetzt intensiver ein bisschen. Wir werden viel auch jetzt mehr Krafttraining machen. Und auch in der anderen Halle drüben Athletiktraining. Also die zweite Woche wird auf jeden Fall ein bisschen anstrengender, denke ich. Also wir freuen uns sehr darauf. Auf das Spiel. Das erste Spiel jetzt in der Vorbereitung. Ob das gegen Röndorf ist oder ob das gegen. Der Gegner ist jetzt gerade unwichtig, meiner Meinung nach. Es geht einfach darum, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie es in der BBL läuft für manche Leute, weil wir ein paar Spieler haben, die noch nicht in der BBL gespielt haben. Einfach, dass wir die Schiedsrichter kennenlernen, die neuen Regeln. Für Kyle wird es auch interessant sein, mal in Europa mit den verschiedenen Regeln zu spielen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und es ist wichtig, dass wir jetzt langsam mal in diesen Spieltrott kommen, weil wir trainieren die ganze Zeit und für jeden Spieler ist Training immer so eine Sache, aber Spiel darauf freut sich einfach jeder und das ist einfach wichtig.